Kardinal Fernandes plant sein nächstes Schreiben, diesmal über die Menschenwürde. Herzlich willkommen bei Katplosiv. Die CNA berichtet, Kardinal Fernandes kündigt sehr wichtiges Dokument über die Menschenwürde an. Der Präfekt des Vatikanischen Dikasteriums für die Glaubenslehre hat angekündigt, derzeit sei ein sehr wichtiges Dokument über die Menschenwürde in Arbeit, das eine starke Kritik an unmoralischen Tendenzen in der heutigen Gesellschaft umfasse. Kardinal Victor Manuel Fernandes sagte der spanischen Nachrichtenagentur EFE am Freitag, das neue Dokument werde, Zitat, nicht nur soziale Themen, sondern auch eine starke Kritik an moralischen Fragen wie Geschlechtsumwandlung, Leihmutterschaft und Genderideologie beinhalten. Fernandes kündigte dies an, nachdem Papst Franziskus sich wenige Tage zuvor gegen die Leihmutterschaft ausgesprochen hatte, indem er sie als bedauerlich bezeichnete und für ein weltweites Verbot plädierte. Franziskus hat auch oft die Genderideologie kritisiert und sie als gefährlich bzw. als eine der gefährlichsten ideologischen Kolonisierungen bezeichnet, welche die Unterschiede und den Wert von Männern und Frauen verwische. Sehr lobenswert, dass Papst Franziskus die Leihmutterschaft sowie die Genderideologie verurteilte. Ich bin gespannt auf das Schreiben von Kardinal Fernandes. Es ist äußerst wichtig, all diese Themen, welche so menschenfeindlich sind, immer wieder aufzuarbeiten und immer wieder aufs Neue zu verurteilen. Auch wenn der Vatikan sie in der Vergangenheit schon häufig verurteilt hat. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.